Du möchtest wissen, warum Guayusa so besonders ist, beziehungsweise welche Inhaltsstoffe Guayusa so besonders machen? Dann bleib dran. Herzlich willkommen. Ich bin Sebastian, der Gründer von Guya, und bei Guya dreht sich alles um Guayusa. Nun, welche Inhaltsstoffe sind denn in Guayusa, die so besonders sind? Es ist vielmehr die Kombination dieser Inhaltsstoffe, denn so in dieser Kombination und in der Menge findet man sie in keiner anderen Pflanze. Wir haben zum Beispiel Koffein, extrem viel Koffein. Wir haben es testen lassen und haben circa genauso viel Koffein wie in Kaffee. Ein weiterer Inhaltsstoff ist Theobromin. Theobromin hebt die Stimmung, ist strukturverwandt mit Koffein und belebt langanhaltender als Koffein. Bekannt zum Beispiel auch aus der Schokolade. Theophyllin ist ein weiterer Inhaltsstoff, der die Leistung des Herzens steigert und die Durchblutung der Nieren. Ebenfalls steigert es die Leistung im Bereich des Atemzentrums. L-Theanin ist ein Stoff, der hauptsächlich bekannt aus Tee ist, also Grüntee oder Schwarztee. Dort ist allerdings so viel L-Theanin vorhanden, dass es ein bisschen, naja, zu beruhigend wirkt. L-Theanin in Kombination mit Koffein dagegen wirkt sehr leistungssteigernd und zugleich beruhigend. Du hast also einen Zustand entspannter Wachsamkeit sozusagen. Es gibt Analysen, es gibt Versuche, in denen Koffein und L-Theanin miteinander kombiniert werden und eindeutig gezeigt werden kann, dass die mentale Stressresistenz steigt und man konzentrierter und fokussierter arbeiten kann. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns nimmt also zu. Ganz klar hat Guayusa extrem viel Antioxidantien. Was natürlich interessant ist, weil wir unseren Körper gerade in Städten täglich enormen Oxidationsprozessen aussetzen sozusagen. Besonders interessant sind allerdings in Guayusa auch einige Antioxidantien, die darauf schließen lassen, dass vermehrt blaues Licht durch die Retina aufgenommen werden kann, was natürlich wieder dafür sorgt, dass wir schneller und nachhaltiger wach sind. Vitamine und Minerale sind ebenfalls vertreten, zum Beispiel Vitamin C und Vitamin D. Minerale wie Potassium, Zink, Magnesium, Calcium. Und im Gegensatz zu Kaffee zum Beispiel wirkt Guayusa basisch auf den Körper. Es ist also gar kein Problem, einfach mal 2 Liter am Tag davon zu trinken. Wenn du mehr erfahren willst, auch zu den Inhaltsstoffen, geh auf unsere Webseite www.drinkguya.com. Oder schau dir die anderen Videos an, die in der Zukunft noch zu diesen einzelnen Inhaltsstoffen von mir kommen werden. Bis dahin, energize your mind.